Passend zur Urlaubszeit hat uns die Kirche am vergangenen Sonntag das Evangelium von Martha und Maria zur Betrachtung vorgelegt. Martha, sie steht für das Arbeiten, Maria für die Kontemplation und die Betrachtung. Und beide gehören zusammen. Und die Urlaubszeit ist eine Einladung, mal darüber nachzudenken, wie man beides wieder gut miteinander in Verbindung bringen kann. Was gehört zu einem guten Urlaub? Ich kann da nur von mir sprechen. Aber für mich sind es vor allem 5 Punkte. Das erste, ausschlafen. Mal wirklich Zeit zu haben zum Ruhen, zum Ausruhen, ohne Termindruck, ohne immer im Hinterkopf zu haben, dass jetzt gleich wieder etwas kommt, wo man etwas leisten muss. Ein zweites, was für mich bei jedem Urlaub ganz wichtig ist und immer ganz schwer, die Auswahl der Lektüre. Der heilige Benedikt sagt ja, man soll mal ein Buch von Anfang bis zum Schluss durchlesen. Und das ist ja gar nicht so einfach. Man liest ja immer nur häppchenweise, weil man dauernd unterbrochen wird, im Urlaub mal sich die Zeit zu nehmen, ein gutes Buch durchzulesen. Von Anfang bis zum Schluss als geistliche Übung an etwas dran zu bleiben und es dann auch wirklich zu durchdringen. Als drittes gehört für mich zu einem guten Urlaub immer auch Kultur. Noch einmal die eigene Tradition kennenzulernen, die Schätze, die unser Glauben in Kirche, in verschiedenen Landschaften noch einmal bietet, sich Zeit zu nehmen zur Versenkung darein, was unseren Glauben ausmacht und wie er sich in Schönem widerspiegelt. Ein viertes, zu einem guten Urlaub gehören immer auch Freunde, Menschen eben aus einem ganz anderen Umfeld, mit denen man viele Probleme, viele Fragestellungen noch einmal besprechen kann, bedenken kann, von ihren Antworten inspiriert wird oder neue Impulse bekommt für die eigene Arbeit. Immer eine Bereicherung und immer etwas ganz Schönes, dieser Austausch unter Freunden. Und fünftens und letztens, die Zeit des Urlaubs ist die Zeit des Gebetes. Noch einmal, jetzt auch am Ende dieses ersten Jahres als Bischof darüber nachzudenken, was war mir wichtig im vergangenen Jahr, was habe ich gelernt, was sind neue Fragestellungen, die mit mir jetzt gehen, wo ruft der Herr auch mich, mich weiterzuentwickeln in meinem Amt und wie kann ich als Bischof den Menschen in unserem Bistum Würzburg gut dienen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie für Ihren Urlaub die wesentlichen Punkte finden, die Ihnen wichtig sind und die Ihnen weiterhelfen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien gesegnete und gute Urlaubstage in diesem Jahr 2019.